Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf diesem Kanal Film Review Channel und heute machen wir wieder mal einen Film aus Deutschland. Ja, wieder mal zur Abwechslung und dieser Film heißt Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort ist ein Drama aus Deutschland, Frankreich aus dem Jahre 2019 und hat eine FSK 12. Regie führt hier Uka Katak und wir haben hier mit dabei Anne-Rathe Polle oder auch Arman Usl unter anderem und dieser Film hat eine Lauflänge von ca. 122 Minuten. Doch um was geht es eigentlich in diesem Film? Die taffe Pilotin Marion macht Urlaub in der Türkei und lernt dort den äußerst charmanten Baran kennen. Baran weiß genau, wie seine Wirkung auf Frauen ist und auch Marion kann ihm nicht widerstehen. So dauert es nicht lange, bis sich zwischen den beiden ein Flirt entwickelt und das, obwohl Marion mit Raphael liiert ist. Baran möchte sein Leben umkrempeln und aus dem ärmlichen Verhältnis, in denen er in der Türkei lebt, fliehen. Er lässt nichts unversucht, um Marion zu überreden, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Sie fasst sich schließlich ein Herz und ermöglicht Baran mit einer Scheinehe ein neues Leben in Europa. Als die beiden sich als frisch vermähltes Ehepaar nach und nach einleben, lässt Marion Baran immer mehr in ihr Leben und damit auch in ihr Herz. Beide geben sich sichtlich Mühe in der Beziehung und dem neuen Leben, doch herbe Rückschläge und ein Schicksalsschlag stellen alles auf die Probe. Es gilt das gesprochene Wort, wie gesagt, ist ein Film aus Deutschland, Frankreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so hin und wieder mal auch Filme aus Deutschland, weil diese ja ziemlich verrufen sind, beziehungsweise wo man meistens sagt, ja, deutsche Filme, die sind entweder maximal Durchschnitt oder vielleicht leicht sehenswert, aber so richtige Knaller oder richtige Perlen gibt es sehr selten. Das unterschreibe ich nur zum Teil, denn hin und wieder sage ich, ja, es gibt schon richtige, sehr, sehr gute Filme aus Deutschland. Und auch dieser hier ist meiner Meinung nach wirklich eine kleine Entdeckung, wenn ich das mal so sagen darf. Es gilt das gesprochene Wort, eine Storyline, wo ich sage, ja, die ist aus dem Leben. Die wirkt echt, die wirkt real, die wirkt zum Greifen nah und ist nicht so übertrieben wie manch einer Til Schweiger-Film oder Matthias Schweighöfer-Komödie, wo ich sage, ein Drama, das zu Herzen geht, das wirklich emotional ist und wo ich sage, der hat einen gewissen Charme auch noch mit dabei, aber wirkt nie irgendwie drüber oder nie so typisch filmdeutsch, wenn ich das mal so sagen darf und wirkt nicht wirklich peinlich. Aber gehen wir Step by Step den Film mal durch bei Es gilt das gesprochene Wort. Ich muss ganz ehrlich sagen, Anne-Rathe Polle, die macht das wirklich großartig und ich habe zuvor noch nicht wirklich was von ihr gehört, aber allein diese Frau, die sie spielt, diese Pilotin, die weiß, sie hat einen gewissen eine gewisse Stellengrad im Leben, ja, weil Pilotin ist nicht an jeder und sie ist ziemlich bodenständig, sie weiß, was sie will und hat eine ziemlich große Klappe auch manchmal, aber zeigt doch in gewissen Momenten eine ziemliche, nicht Schüchternheit, aber mehr so eine Verletzlichkeit, wenn sich gewisse Schicksalsschläge in ihr Leben plötzlich untermischen und da zeigt sie wirklich, diese Schauspielerin, was sie so wirklich drauf hat. Doch der restliche Cast, es wirkt alles sehr menschlich, das möchte ich nochmal sagen. Es wirkt nichts irgendwie drüber, es wirkt nichts irgendwie peinlich, es wirkt alles irgendwie so echt und wirklich eine Geschichte aus einem realen Leben, wo ich sage, ja, das könnte so passiert sein oder das kann so passieren oder das passiert gerade so. Wer weiß das schon. Aber wie gesagt, vor allem diese Anne-Rathe Polle, von der ich zuvor noch nie was gehört habe, die sticht für mich wirklich am positivsten raus. Die Story, wie gesagt, eine Story aus dem Leben. Das ist meine Meinung so. Und ich finde auch zum Großteil ist dieser Film mit seinen 122 Minuten ziemlich kurzweilig. Es gibt vielleicht der ein oder andere Moment, wo ich sage, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber ich kann sagen, und das meine ich positiv, der Film ist zum Großteil wirklich kurzweilig und fließt schön dahin und macht nicht irgendwelche unnötigen Hänger oder Stops in der Story. Er hat auch manchmal seine lustigen und seine charmanten Momente, wo ich sage, ja, das lockert die Story ein bisschen mehr auf und macht das Ganze ein bisschen lebendiger, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wie gesagt, es ist nie wirklich drüber, wenn mal ein Gag kommt oder etwas zum Schmunzeln ist, dann ist es nicht wirklich so, wo ich sage, oh Gott, das ist jetzt zum Fremdschämen oder so. Absolut nicht. Der Film auch, das muss ich auch zusätzlich erwähnen, der ist in Kapiteln unterteilt. Ja, mehr dazu möchte ich gar nicht sagen. Wir befinden uns am Anfang des Filmes am Standesamt. Da wird dann, ja, praktisch dieser Baran und die Marion werden hier zusammen vermählt und dann macht der Film einen Cut und es wird dann sozusagen die Geschichte weitererzählt, beziehungsweise von Anfang
bis zu diesem Punkt bei der Trauung, beziehungsweise was, wie es dann weitergeht, erzählt. Und das finde ich irgendwie sehr cineastisch, leicht künstlerisch, aber ich finde, das ist mal was etwas anderes. Ja. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass der Film sehr viel mit Untertiteln daherkommt. Ja, wenn mal auf Türkisch gesprochen wird, deutscher Untertitel. Wenn Maren mit Baran redet auf Englisch, Untertitel. Ja, das kann vielleicht stören. Mich hat es in dem Fall nicht gestört, weil nicht irgendwelche komplizierten oder sehr anspruchsvollen Thematiken hier gesprochen werden in der Originalsprache, sondern alles sehr simpel und sehr einfach, wo ich sage, da kann man definitiv ganz chillig mitlesen und da wird jetzt nichts irgendwie sinnlos dahergewabbert, wo ich sage, das kann ich nicht überhaupt jetzt nicht verstehen, ich komme mit dem Lesen gar nicht mit oder was hat das jetzt mit dem zu tun. Ich finde, es ist ein speziellerer Film aus Deutschland, der definitiv mehr kann, als wie nur dramatisch und überdrüber sein. Ich finde diese kleinen Punkte ebenfalls noch sehr nennenswert, wie gesagt, dass dieser Film in Kapiteln unterteilt ist, beziehungsweise dass der Film zu einem gewissen Teil, und das passiert gar nicht so selten, mit Untertiteln handelt. Die Musik ist zum Großteil passend. Wir haben ja mal dieses typische, wenn wir in der Türkei sind, dieses typische Sommerhits-Feeling, ja. Dann gibt es mal etwas aus dem Bereich Klassik. Und ich finde, dieser Mix finde ich ziemlich gut, den finde ich abwechslungsreich. Und auch zum anderen Teil ist die Musik im Großen und Ganzen ziemlich passend. Die Effekte, wir sind hier in einem Drama, ja. Mir ist kein Effekt wirklich aufgefallen. Ich schätze mal, dass hier keine vorhanden sind. Und die Kamera wirkt sehr natürlich, sehr ruhig, klar, Drama und ziemlich passend. Und so muss ich ehrlich gesagt sagen, es gilt das gesprochene Wort, ist für mich wirklich ein Highlight aus Deutschland, aus dem Jahre 2019, beziehungsweise, ja, aus dem Jahre 2019, wo ich sage, den kann man sich definitiv ansehen. Das ist wieder ein Film, wo ich sage, da beweist wieder mal das deutsche Kino, dass es mehr kann, wie nur Fäkalhumor oder rein nur sexistisch oder rassistisch zu sein, wie es normalerweise im Großteil leider Gottes so üblich ist, weil das anscheinend zieht das die Leute in die Kinos. Ich habe jetzt nichts gegen diesen Humor, aber es ist einmal erfrischend und auch etwas positiv, dass mal solche Filme aus Deutschland auch kommen. Und so bekommt Es gilt das gesprochene Wort von mir im Genre als Drama wirklich sehr, sehr starke 8,5 von 10 möglichen Punkten. Und auch insgesamt ein Film, der bekommt von mir die gleiche Wertung, nicht weniger. 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ja, und das sage ich, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Wer jetzt nicht auf diesem Mainstream-deutschen Kino-Schmarren jetzt da steht, ich glaube, das wird euch gefallen. Ja, ich bedanke mich in dem Sinne recht herzlich fürs Einschalten. Ihr wisst es ganz genau, abonnieren, die Glocke drücken, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat. Einen Daumen nach oben und eure Meinung zu dem Film, wenn ihr schon gesehen habt, in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, auf Wiedersehen.